Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist eine Frage, wie man eine Brexit-Haushaltslücke ausgleichen kann. Aber im Kern geht es doch um die Frage, wie soll die Zukunft der Europäischen Union aussehen? Wird es ein solidarisches Europa, bei dem die Angleichung der Lebensverhältnisse oberste Priorität hat? Übersetzen wir das in die Debatte um den finanziellen Rahmen, muss vor allem das vorhandene, konkrete solidarische Instrument die Kohäsionspolitik gestärkt werden. Von der Kommission erwarte ich dazu endlich klare und eindeutige Aussagen statt immer neue Kürzungsszenarien. Wir fordern keine Kürzung bei den Strukturfonds, keine Verwendung von Fördermitteln zu Sanktionszwecken und schon gar nicht zu Rüstungszwecken. Keine Region darf aus der Förderpolitik ganz herausfallen. Eine Verantwortung aber liegt auch bei den nationalen Regierungen, denn ihre Sparideologie hat alle Krisen immer nur verschärft. In Brüssel lautstark von der EU Lösungen einfordern und zu Hause in den Mitgliedstaaten Wege zu blockieren, sei es die Transaktionssteuer oder andere Einnahmeveränderungen, verhindert auf Dauer die Investition in ein gerechteres, sozialeres, nachhaltiges, friedliches Europa des Zusammenlebens.